Hi Leute, willkommen zurück zu Demon Crest. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, letztes Mal haben wir es gegen Arma ja nicht ganz geschafft, weil ich habe da nur noch einen einzigen Energiepunkt übrig. Und mit einem einzigen Energiepunkt ist sie nicht gut Kirschen essen. Deswegen, wieder mit voller Energie, starten wir wieder bei ihm. Eine Ginseng Potion habe ich noch im Petto. Von daher sollte das, denke ich mal, möglich sein. Sein Angriffsmuster ist mir wohl bekannt, von daher ist es jetzt nicht so schwierig. Und ich habe ja diesen neuen Talisman, womit ich halt weniger Schaden kassiere. Was schon mal super praktisch ist, weil wenn er mich jetzt trifft, ich weiß nicht, wie viel er mir abzieht. Ich will es auch. Ja, okay, er zieht mir 2 ab. Normalerweise hätte er mir wahrscheinlich 3 abgezogen. Nehme ich jetzt mal stark an, weil ich erleide ja reduzierten Schaden. Laut dem Talisman. Von daher, denke ich mal, ist es gut so, wie es ist. 2, das kann ich verkraften. Nicht so wie das Vieh eben, das uns 3 irgendwie abgezogen hat, ja. Aber bis da, wir hatten bis eben ja noch diesen Talisman nicht. Deswegen konnten wir gegen den leider nichts großartig ausrichten. Wir konnten den Talisman nicht in diesem Kampf einsetzen. Oh Gott. Jetzt habe ich mich in eine Falle begeben, ja. Alter, jetzt spiele ich aber auch scheiß zusammen gerade. Na gut, das ist der letzte Kampf mit ihm. Wenn er nicht irgendwie krass ist, dann weiß ich auch nicht. Diese komische neue Scheiße, die er auf uns da schießt, die ist halt super nervig. Was ist das? Nein! Also letztes Mal lief es irgendwie besser, muss ich zugeben. Ich muss halt immer wieder landen. Wenn er das macht. Steffen hat nur irgendwie an der Schuhsohle oder so, oder seinen Krallen. Das soll mir recht sein. Solange ich ihn treffe. Das ist hier kein Geben und Nehmen, sondern nur ein schön auf die Fresse ballern. Also mit dem Angriffsmuster hier, das ist. Dann schießt er sich gerade selber ins Bein. Zack! You do possess incredible power, Firebrand. My power is now yours. Let me seal it within this crest. Ja, Arma hat endlich eingesehen, dass er überhaupt keine Chance gegen uns hat und er eigentlich nicht so ein Badass ist, wie er gedacht hat. Und wir erhalten einen Crest. You have found the Crest of Time. With it you can morph into El Gargoyle, was auch immer das heißt. And your skin shall become like iron and decrease the damage done to you by half. Ah, okay, das heißt also, wir werden halt stärker. Und unser... Wow, okay, Karte. Ja. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Ich werde nochmal in die Stadt gehen. Einfach nochmal, um Ginseng Potions aufzufüllen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Gucken. 64, ja dann. Das ist wohl eher nix. Aber... Ach, guck mal an. Geil. Okay, wir sind Firebrand quasi und unsere Lebensanzeige ist jetzt grün. Ah, okay. Und dann noch mit diesem Iron Talisman. Das ist schon geil. Boah, das Design ist super. Das ist richtig fett. Fight ist ja so ein bisschen. Boah, was haben wir jetzt für einen Schuss? Der sieht ja mächtig aus. Okay, wir können eigentlich das machen, was Firebrand auch kann. Cool. Gefällt mir. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus, was ich machen muss. Wir waren jetzt in dem Palast, haben Sachen eingesammelt. Ja. Was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Okay, ein Crest fehlt uns noch. Ach, da unten ist noch einer. Okay, also das heißt, in diesen Dämonenkopf kommt nichts mehr. Nehme ich mal an jetzt. Ein Spell fehlt uns noch, ein Talisman und ja, von allem eigentlich fehlt uns nur noch eins. Okay. Können wir damit auch Gewände? Ach, wie geil. Da ist so eine kleine Druckwelle, ne? Hält das? Richtig gut. Also muss sagen, die Form gefällt mir von allem her mit am besten. Also, zumal, ich weiß gar nicht, ob der Schuss jetzt irgendwie sogar noch stärker ist als das, was wir sonst noch haben. Kann ich gar nicht sagen. Aber uns fehlt ja noch für unseren Firebrand
Eins, nämlich hier oben. Da fehlt noch einer. Da bin ich immer sehr gespannt, was dann da hinkommt. Ob wir jetzt dann Ultra-Damage machen oder sowas, weil ich mir nicht sicher bin, wer uns jetzt hier noch erwartet. Großartig. So, habe ich jetzt an Geld? 108. Eine Ginseng-Potion kostet 140. Ich glaube, das wird nichts mit einer Ginseng-Potion kaufen. Okay. Aber mir leuchtet noch nicht ein, was ich mit diesem Gargoyle anfangen kann, weil er hat ja keine spezielle Fähigkeit. Wir sind einfach nur stärker. Was war denn hier nochmal? War hier der Big Boss? Ich glaube, da war der Big Boss. Da war der Atlantis? Nee, so. Nicht in der Wasserstadt. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwas machen können. Ist vielleicht noch irgendwas Neues aufgetaucht? Man weiß ja nie bei diesem Spiel. Genau, in diesem Palast hier waren wir schon. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Ich will aber nicht mehr rein, das ist richtig brutal da drin. Nee, lass mal. Ich will mein Glück nicht irgendwie übermäßig aufstrapazieren, aber ich will ja auch nicht irgendwie in der Luft die ganze Zeit rumfliegen. Ich will landen. So. Legendary Gargoyle. Ach, wie geil. Vielleicht ist es auch Firebrands Ursprungsform. Ja, das wäre witzig, wenn ich die Scheibe hätte zerstören können. Was? Das sind so keine Goblins. Okay. Nett. Hi, wer bist denn du? Ich glaube, dieses Gebiet hier ist neu. Das. Der will mich hier umgrätschen. Shiri! Ah, okay, habt ihr gesehen? Erst wird uns das Grüne abgezogen, dann das Rote und dann verlieren wir einen Energiepunkt. Wow. Ich glaube, mit dem Legendary Gargoyle kommen wir hier gut zur Rande. Ich muss einfach nur schneller sein. Dass der Pfeil im Boden mich auch noch treffen kann, das ist so sinnfrei eigentlich. Wieder so einer. Na komm. Ich glaube, mit dem Legendary Gargoyle kommen wir dem mal ganz gut bei. Die kennen wir ja schon, das sind so kleine Zwischenbosse. Ich glaube, mit dem Legendary Gargoyle können wir dem gut was beisetzen. Wow, der ist ja wesentlich schneller. Was zur Hölle? Jetzt schießt er wieder seinen komischen Scheiß, oder? Oder ist es einer, der jetzt was anderes macht mittlerweile? Au! Okay. Ja, ich nicht reinspringen. Firebrand, sag mal. Was ist denn los hier? Hey, du Hässlicher. Komm her. Was für Schiss? Der Schuss ist halt sehr langsam. Aber das können wir ändern. Akku mit unserem Legendary Gargoyle, der hat überhaupt gar keine Chance. Kleine Pissnäcke, du. Die gebe ich jetzt eine Kopfnuss, aber was für eine. Lässt da irgendwas Cooles fallen? Nur volle Energie. Das heißt also, wir müssen den besiegen, um hier weiterzukommen. Na schön. Wenn es so sein soll, soll es so sein. Oh, die Geister. Hi. Was? Oh Gott. Ich muss einen geeigneten Punkt finden. Oh Mann. Lass mich in Ruhe. Kann ich die Wände hoch, weil die als kommen? Ja, dann treffen sie mich nämlich. Oh Gott. Ich muss hier wieder switchen zwischen ihm hier und ihmchen. Hi. Oh Gott. Ich glaube mit dem. Geister! Hä? Ich. Was? Ich verstehe das gerade nicht. Ich fliege einfach hoch. Schnell. Achso, ich habe ja hier.
Armor. Ich nehme mehr Schaden. Hä, was ist mit dieser Glocke hier jetzt? Ist die dann nur so da zum Spaß oder kann ich mit der irgendwas machen? Moment. Kann ich? Ach. Eine weitere Lebensperle, leck mich am Arsch. Was war das denn Geiles? Die Glocke glottet und die fällt einfach raus. Ich hab gedacht, ich muss weitergehen. Es passiert nichts. Ah, okay, das ist wieder so eine Passage. Brauchen wir den Ärger geholt? Schön. So. Ist hier oben noch was? Außer diese Scheißdrachen wieder, die auf meinen Kopf kacken wollen. Ich starte noch. Ich hab gedacht, da unten ist was. Die Dinger. Ja, die kann ich nicht zerstören, die fliegen einfach nur. Ach so, ich glaube, das ist eh nur so eine Hintergrundgrafik. Ich hab nicht gedacht, dass es mich trifft. Och man, muss das sein? Hallo. Ei. Ich will da runter, da ist irgendwas. Ich will's haben. Okay. Wieder war nichts drin. Ich will mich doch hier dauernd verkackeiern. Ihr Drachen, ihr seid echt ein bisschen nervig gerade. Nein, 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 nein. Ah, Hilfe! Oh Mann. Die drehen ja auch ihre Runden, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Ah, ich muss da runter. So nicht. Da ist noch eine Glocke. Habt ihr auch noch vielleicht eine Lebensperle? Ne, komm. Am Ende kommt ein Gegner raus oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber voll Energie, da sag ich auch nicht nein. Ach, eh wieder. Ja. Also würde ich sagen, den muss man einfach nur geschickt ausweichen. Okay, Ammo habe ich an, das ist gut. Au. Dreckiges Schwein. Stirb. Ah, fliegt noch genau in seine Richtung. Okay. Kann ich hier landen? Ja. Oh mein Gott, bin ich wieder angespannt. Es ist ein Feuerwerk der Emotionen gerade. Was hat die denn für welche? Die kommt einfach raus aus der eisernen Jungfrau. Oh Gott, sieht das schrecklich gemacht aus. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das Spieldesign ist so geil. Es kann sich sowas von sehen lassen. Ich finde, dass das Spieldesign hier sogar noch besser ist als Castlevania damals irgendwie. Also es hat eigentlich so einen ganz, ganz eigenen Style. So, oh Mann, richtig gut. Warum gibt es davon eigentlich kein Remake, frage ich mich einfach. Weil es wahrscheinlich auch ein sehr unbekanntes Spiel ist von Capcom. Ich meine, die meisten Spiele von Capcom, die man kennt, sind, klar, Street Fighter. Und natürlich, Mega Man, denke ich mal. Ich kenne auch ziemlich viele. Und ja, das beste Beispiel ist natürlich Resident Evil. Resident Evil ist eigentlich das bekannteste Spiel neben Street Fighter von Capcom. Das andere sind wahrscheinlich eher unbekanntere Spiele. Wie Demon Quest hier zum Beispiel. Aber ich find's richtig, richtig geil, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich find's halt auch geil, dass jeder Quest quasi so eine eigene Form ist von einem Dämon quasi und der hat nochmal ganz andere Eigenschaften und dass man mit denen so ein bisschen umgehen muss, wie ihr gerade gesehen habt, dass man hier fliegen muss oder dass man den Ground Gargoyle hat, um Statuen zu zerstören oder sowas. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Das macht Spaß. Ei, Hundi. Hä? Wow. Au. Dreckige. Ich verstehe grad nicht, was ich machen muss. Au. Mach Platz. Schadet das dem oder... Ich verstehe es gerade nicht. Oder ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, wer das sein soll oder was der macht. Au. Jo, hör auf. Au.
Gott. Hä? Ich bin gerade so durcheinander. Okay, aber das scheint mir hier ein guter Abschluss zu sein. Auch der Hintergrund sieht echt gut aus. Ja, es scheint mir ein guter Abschluss zu sein. Deswegen sage ich schon mal, danke fürs Zusehen bei Demon Creased. Hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mögt, lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf das Video da. Firebrand hier. Würde sich gerne freuen. Danke. Gibt eine Kopfnuss dem Hintergrund. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Demon Creased. Kleines PS noch am Rande. Falls ihr es noch nicht wusstet und dieses Video schaut vor den anderen. Ich bin auch auf Facebook mittlerweile. Könnt gerne die Seite liken und teilen mit euren Freunden, falls ihr mögt. Für Leute, die vielleicht auch Bock auf Retro-Let's Plays haben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Über einen Daumen nach oben, jeweils in Facebook und auf das Video. Also, haut rein, macht es gut und wir sehen uns wieder bei Demon Creased.